Jo. Es fehlt einer. Ja, einer fehlt. Wer fehlt denn noch? Ich bin da. Ich bin da. Also ich sehe. Das ist gut. Das ist natürlich. Das freut euch. Ich bin sehr toll. Ich glaube, Mentos fehlt. Ich freue mich, euch so bereichern zu können mit meiner Arbeit. Stimmt, Mentos hat auch gar nichts gesagt. Mentos ist nicht da. Mentos ist noch in so einem Room. Oh nein! Mentos? Mann, ich hab jetzt voll Bock auf Mentos und dann ist er nicht. Mentos? Oi. He's missing. Ja, ich bin fies, nein. Ja, dann. Ja. Jo. Dann schmeißen wir ihn raus. Spaß. Nee, wir warten aber kurz eine Minute und dann. In der Zwischenzeit kann ich das mal vielleicht. Auf Toilette. Wie lange geht denn das? Das ja, tut mir leid, ich bin da alles. Oh. Okay. Willkommen zurück, Mentos. Fucking go! Jo, Crewmate hier am Start. Crewmate und das Schlüssel. Und Serpy. Der ist hier bei mir. Ich mache meinen ersten Task. Labyrinth. Jemand hat das Licht ausgemacht. Juckt mich nicht. Ich mache meinen Tasks hier. Neue Runde Among Us. Let's go. Was macht der Elfenlord? Minus 16 Grad ist ziemlich eiskalt. Hatten aber schon kältere Temperaturen hier in Among Us. So ist es nicht. Da von den Planeten. So offisch. Da muss er als nächstes hin. Erkältung ist wieder hart am Kicken. Ich habe wieder kratzige Stimme. Oh, Leiche. Dunkeln. Ui. Eine blaue Leiche im Dunkeln. Irgend hier bei den, bei dem, bei der Grad-Swipe-Dingens, bei dort in dem Raum dort, wo das ist. Und ich habe keine Leiche gesehen, weil es war dunkel. Ich bin mal wieder drüber gelaufen, aber habe den Report-Button gesehen und habe gereportet. Gereportet? Zwergi, Alter. Raus mit dir, Spaß. Ich bin wieder über Leichen gelaufen, habe sie nicht gesehen, aber ich habe den Report-Button gesehen. Wer war denn vorhin alles da? Also es waren vorhin eine ganze Handvoll Leute bei Electrical, aber das ist das Ganze schon wieder ein bisschen her, deswegen könnte es genauso gut sein, dass es gerade davor ist. Jetzt halt war. Und ich war nicht Elektriker. Ich war mit Elfen in Specimen. Hey, warte mal, bei Electrical liegt die jetzt? Oder, nee, die liegt dort beim Büro dort, beim, ich weiß nicht, wie der Raum heißt, bei Lifelines, beim, ja, beim Cardswipe dort, neben dem Button, in der Raum, rechts neben dem Buttonraum. Ja, mein Lifeline halt, wir wissen jetzt. Wie heißt der verstanden? Wie heißt der Scheißraum? Ja, okay, also ich war da halt nicht. Deswegen kann ich da jetzt überhaupt gar nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie das mit euch aussieht, aber... Ich kann das bezeugen, ich war nämlich gesehen. Jetzt gerade auf der linken Seite mit dem Lenificade. Wo warst du? Lenificate. Lenificator. Ich bin jetzt gerade beim Baum. Ich bin bei den Flaschen. Ich hab einen Baum gepflanzt. Charlie wieder bei der Pollen. Niemand hat was gesehen. Sehr toll. Ja. Also, der Rest so, irgendwer, irgendwas? Also ich habe Zwergi Richtung Laboratory gesehen, aber da habe ich ihn zuletzt gesehen, dann habe ich nur noch Elfni gesehen und wir sind zusammen ins Specimen rein. Ja. Wer war im Lab drin, ne? Das haut so hin. Also ich war im Lab drin, Elfni war im Lab drin und Zwergi... Ich war ja jetzt offensichtlich unten im Büro dort. Ja, ich weiß, dass du mit mir Richtung Lab gegangen bist vorhin am Anfang. Ja, da war ich oben, da hatte ich ein paar Tasks. Das stimmt. Dann bin ich runter zum Büro und habe dort eine Leiche entdeckt. Ich nenne es jetzt mal Büro. Tja. Skip oder was? Ja, klar, was willst du machen? Ja, Weiß ja niemand irgendwas offensichtlich. Die Imposter werden sich jetzt nicht selber melden. Ja, doch, ich hier. Ja, ich wollte gerade sagen, Mensch, das ist ruhig, was ist denn los mit dir? Sagen Sie mal. Ja, mich fragt ja keiner, was danke soll ich sagen. Für den Vote. Nice. Und das Licht ist weiter aus. Weiter geht's. Ich hab die verdammte Card-Swipe-Task. Jo, hab ich. Ist dunkel, ich konnte es nicht sehen. Yes. Zweiter Versuch.
und Weapons und Communications. Gehen wir mal erstmal zu Weapons rein. Da werde ich immer gekillt. Weapons werde ich. Werde ich immer, aber meistens. Öfter. Manchmal. Eigentlich dann doch fast immer. Manchmal immer öfters. Selten nie. Genauso. Kommen wieder in einer Minute. Achu. Das Bäumchen müssen wir machen. Und Lars spielt Skyrim. Da war doch jemand. Kam nicht gerade jemand aus dem Wind und ich habe es nicht gesehen. Ist jetzt schon über alle Berge. Ich habe irgendjemanden wenden sehen. Sag nicht, dass das der Seppi ist. Na komm, lass mal Leid fixen. Hüsterchen. Wie gesagt, Erkältung kickt's. Mensch, fleißig. Das sieht nicht gut für mich aus. Ja, ich wollte gerade sagen, Felix, das ist aber überhaupt nicht gut. Was ist da denn los? Also, ich bin mit Elfnichan gerade eben gemeinsam aus dem Lab rausgelaufen. Dann sind wir gerade so in der Nähe Storage und im Storage in der versteckten Kammer liegt dann ein Zenitsu. Elfnichan und ich haben uns gerade Medbase Scan geproved. Das heißt, genau. Es bleiben jetzt nur dann noch. Dann kann Sergi auf gar keinen Fall sein, weil mit dem war ich unterwegs. Der war mit mir Lightfixen und dann. Ich bin an Live. Also Sergi. Was hast du gesehen, Schale? Und Serpi kann ihn aus der ersten Runde buchen. Was hast du hier gesehen? Drei Leute tot sind, habe ich. Ja, aber wie lange denn? Weiß ich nicht. Wenn Serpi nicht Imposter ist, müsste er auch mich saven können, weil ich mit ihm Nightfixen war. Ja, wo ist. Also ich bin gerade in Specimen. Wer war im Lab? Ich war im Lab von Elfnichan und so weiter. Das Ding ist, dass ich nicht genau weiß, wann. Also der Imposter ist auch, es war auf jeden Fall ein Ventkill. Das heißt, niemand wird da wahrscheinlich dann irgendwie ausdeutsch draußen dann die Tür zugemacht haben. Da glaube ich einfach irgendwie nicht dran. Wahrscheinlich eingesperrt, gekillt und dann halt raus aus Dingens. Das heißt, es kommt halt immer noch jeder in Frage, der halt auch so in Office-Richtung halt sich aufgehalten hat. Also, warte mal, wo genau liegt die Leiche nochmal? Im Storage, am Im Öl. Storage, okay. Öl. Öl. Oh. Öl. Nee, Öl hat das Problem ist halt, Hanföl. Das Problem ist halt, dass wir halt wirklich die ganze Zeit keine Felix-Imposter-Runde hatten. Auf einmal sterben 30 Leute in 2 Sekunden. Ja, das ist doch Bullshit, wenn wir das jedes Mal da haben. Wir mit dem Katana wieder eine Beweislage. Wir haben halt für niemanden eine Beweislage, außer dass ich und Elfnichan uns halt gematbase-scan-proofed haben. Dass Zwergi niemals in der Lage wäre, 5 Leute auf einmal zu killen. Das auf gar keinen Fall. Das wissen wir alle. Ich glaube, bin ich mir auch sicher, dass Lenny. Aber Serpi ist auch safe. Serpi war bei mir. Ja, wenn sich Serpi und Zwergi halt auch proven können, dann sieht es halt für Charlie und Felix das richtig also, kacke aus. Wenn ich nicht der Imposter sein kann, weil ich nicht 5 Leute gleichzeitig killen kann und Serpi decke, dann muss Serpi ja auch safe sein. Also es ist ja. Also ja. Ich habe halt niemanden im Verdacht. Wenn Elfni Lenny decken kann, also dann gehen wir auf zurück, klar. Und Elfni beide genau, Felix. Jetzt auf Felix erstmal, oder? Ja, what the fuck? Anderes. Ja, es tut mir leid, Felix, aber ich und Elfni können uns proven. Zwergi und Serpi. Nee, dann wollte ich Zwergi. Wer soll es denn? Ja, Dankeschön. Wieso ich das denn bitte geschafft haben? Wieso ich schon vorhin, glaube ich, das Self-Report drin. Wir müssen so und so jetzt warten. Als ob das ein Zwergi-Move ist. Als ob das 5 Leute gleichzeitig oder 4 Leute. 4 Leute gleichzeitig gehen, im Zwergi-Move ist. Ja, gut. So viel Übung habe ich dann auch nicht seit der letzten Folge. Wenn wir danach gehen. Nein, es ist ja. Aber also, alle anderen können sich doch proven. Was willst du machen? Tja. Schade. Dann bin ich wohl der Nächste, der tot ist. Sein Seppi ist jetzt der Poster. Da bin ich natürlich der Beste. Nee, dann bin ich erst recht hier. Die Sweet. Der Lenny ist es. Ja. Sind wir mal hier. Fixes. Reaktor machen wir richtig. Richtig. Das war kein deutscher Satz. So, kommt noch jemand? So, sehr schön. Serpi, wie hier zusammen unterwegs.
Wie, du bist der Imposter. Und Charlie, der zweite Imposter. Oder der dritte. Donald Tusk. Jetzt kommt Felix um die Ecke und killt mich mal wieder. Dann bin ich doch hier der Erste. Bin Serb jetzt, wenn... Quatsch, wenn Felix hier der Imposter ist. Dann bin ich hier der Nächste. Oh, schon wieder? Ah, was macht denn hier? Was macht der Imposter hier? Das ist doch kein Felix-Move hier. Das ist wirklich nicht. Wozu denn jetzt der Alarm? So viele Alarms hier. Was soll denn der Mist? Ich gehe es ja fixen. Ich habe eh meine Aufnahme da oben. Was soll denn der Schmutz? War dann gleicher? So, hier. Kabeltask. Müsste mein letzter sein. Wenn da nicht noch was aktualisiert sein wird. Na doch, da ist noch eine drüben. Lab. Da kommt noch eine aktualisierte Task. Rüber mit mir. Tür öffnen. Rein da. Und Licht ist wieder aus. Licht ist die ganze Zeit schon aus hier. Rein da. Dings fixen. Late wollte ich gerade sagen. Raus da. Ach, hier habe ich noch einen Task. Überm Vent. Natürlich. Schnell mal Kabel verbinden. Wenn du im Vent stehst, bist du natürlich sass, aber ändert halt nichts, dass ich meinen Task machen muss. Haben sie mich natürlich mal wieder im Vent gesehen. Es gab es ja schon mal eine Folge, dass mich dann Charlie hat Venten sehen. Obwohl ich den Task gemacht habe. Nee, da war ich nicht mal in der Nähe dort. Kannst du mich wenden sehen, obwohl ich da nur lang gelaufen bin. Ich hatte nicht immer diese Task. Was macht denn der Imposter hier? Panik-Moves oder was? Oh, Leiche. Wo? Jetzt habe ich eine Lenny-Leiche vor den Lichtern im Dunkeln gefunden. Wollte gerade Light fixen gehen. Da liegt ein Lenny. Uff. Ufts. Oh, was? So? Ich hätte es sogar sehen können. Ich hab auch nichts gesehen. Ich habe nur den Report-Button gesehen. Wieder mal. Im Dunkeln. Ich bin blind im Dunkeln. Das ist. Aber den Report-Button sieht man noch. Wo wart ihr denn gerade so? Ja, beim Lightwechsel. Ich hab das wieder gemacht. Oh, Serpi? Hm? Elfnitschern meine ich. Was hast du gemacht? Ich war jetzt hier bei Lab in Specimen. Hab da meine Wire Rings gemacht und. Okay. Dann ja, ist es 11, weil ich habe die ganze Zeit jemand in die Contamination gesehen. Also ja, es kann halt jetzt entweder nur Zwerge oder Serpi sein. Ich war aber gerade bei den Wasserrädern. Ja gut, das tut mir dann leid, dass ich Serpi decken muss. Das ist, ich meine, ich bin da immer noch, bin immer noch der Überzeugung, dass er nicht Imposter ist. Ich meine, damit schließe ich ihn aus und mache mich zum Imposter, aber Serpi ist safe. Es ist vielleicht Charlie. Es ist ja. Total. Werge, was hast du denn die Runde gemacht? Meine Tasks. Also ich war, ja, welche? Ich war die ganze Zeit, ich war öfters dort drüben, dort wo ich gerade bin, beim hier Kabel habe ich dort gemacht, hier drüben, also drüben beim Lightfixing in der Nähe, dort habe ich einiges gemacht und dann bin ich rüber zum Labor rüber und dann hatte ich noch eine Task drüben, ich bin hin und her gelaufen. Dann war ich wieder drüben, wollte ich gerade wieder Lightfixen, dann ist es. Habe ich die Leiche im Dunkeln gesehen. Also, ich bin stark für Charlie hier. Das ist also, hatten wir die nicht in der letzten Runde? War das nicht Felix und Charlie, die in der letzten Runde schon keine Deckung hatten? Wo dann schon. Ja, aber wir reden jetzt von dieser Runde. Ja. Und du hast ja auch, du bist auch schon zweimal weil du einmal die in der an der Anfang gefunden hast und die jetzt. Ja, ich bin halt gut im Leichenfinden. Das ist halt der Tatortreiniger. Das ist halt. So, der P, wo warst du? Also ich war jetzt gerade noch unten bei den Wasserrädern. Ich dachte mir, so Likes werden gefixt, weil wenn ich jetzt Likes gehe, werde ich gekillt. Und ist offenbar passiert. Wenn die Leiche jetzt wirklich nahe Electrical lag. Also Serpi ist es offenbar nicht. Ich bin es auch nicht. Elfni wurde von Lenny gedeckt vorhin, meine ich doch. Ich habe auch jetzt von dem immer mit Alert gefixt. Also es ist. Tut mir leid, aber für mich bleibt nur Charlie übrig.
Oder ich, das ist aber, das, ich bin es nicht. Ich weiß von mir selbst, dass ich es nicht bin, deswegen. Na gut, ich wäre rote Zwergi. Oh. Ufts. Random auf mich zu gehen, so. Ich war halt keine Runde Sass einfach. Fixen. Das ist aber ein Poster. Aber jetzt bringt sie mich um. Mach mal schnell das Licht wieder an. Nicht mit Charlie alleine sein. Ich habe meinen Task so erledigt. Ich bleib nicht mit Charlie alleine. Das kannst du vergessen. So, ich laufe mit Elf nie mit. Der kann mich dann decken, weil ich mit ihm gemeinsam war. Die nicht umgebracht habe. Aus welchem Grund bist du mir jetzt hinterhergelaufen? Damit ich nicht mit Charlie zusammen sein muss, weil ich Angst da habe, dass die mich hier killt. Und ich wollte dich, ja, wollte genau, bei dir sein, weil ich dann, ich hätte dich ja umbringen können. Ich wollte dich, wollte, dass du mal in der nächsten Runde sagen kannst, dass ich dann jetzt hier nicht sass bin, weil ich bei dir war. Und wenn ich, und ich bin, ich hätte, ich bin mit dir, ich bin aus Leid rausge, Leidsfixen rausgekommen und hätte entweder Charlie folgen können oder dir folgen können und bin natürlich dir gefolgt, weil, Charlie, Sinn. Das ist, die hätte mich hinterrücks gekillt. Das war doch klar, dass ich Richtung Office möchte, das war doch klar im Augenblick. Und dann hätte ich doch in Lifelines gesehen. Lost ist mein zweiter Vorname. Bei Zwerge, ich hätte es doch in Lifelines gesehen. Wäre jetzt jemand gestorben, ich wäre, jeder war doch klar, dass sie jetzt richtig offiziell. Ich hätte jetzt Charlie folgen können oder Elfni folgen können, da bin ich natürlich Elfni. Ich vote jetzt mal Charlie hier. Dumm, Alter, warum votet ihr mich? Weil du Imposter bist. Nein, es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür, mich zu voten. Ich war nie aber sass, für mich. Alter. Inte mal nicht so rein, Zwergi. Was ist denn mit dir? Imposter bist du. Meine Fresse, ich habe meinen Kindern keine Tasks mehr. Lightfixen hier wieder. Jetzt killt sie mich von hinten. Ich sehe es doch nicht kommen. Steht hier gleich hinter mir. Bin ich tot? Dann kann ich sagen, ich hab's doch gewusst. Ich hab's euch doch gesagt. Licht ist auch nicht wirklich heller geworden. Hab's leid gefixt, aber. Ich wusste, ich weiß es doch, dass Charlie dead ist. Oha, Zion ist tot. Oha. Elfni. Tja, Charlie, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Hä? Seppi ist safe. Ich habe den schon in der ersten oder zweiten Runde Ich bin gerade unten in Specimen. Ja, bis dann geht anscheinend. Da liegt ja die Leiche liegt ja schön bei den Lifelines dort im Ausgang zu Spessermann. Da bist du schön reingelaufen, nachdem du den gekillt hast. Du bist vorhin mit Elfni geleftet. Es ist ja, ist ja wohl hier. Du bist vorhin mit Elfni zusammen weggegangen von dem Tisch. Es ist ja hier wohl. Hä? Was labert ihr? Charlie hat sie getötet und ist dann runtergegangen. Ja, kaputt, Alter. Wie kann man dann Zwergi die ganze Charlie. Runde im Grund und Boden. Kotzen. Wer ist es jetzt? Ich kotze. Seppi war es die ganze Zeit, als ob. Wie kannst du denn Charlie voten, wenn die seit 4 Stunden schon nicht mehr in Office ist? So ist das für mich. Als letztes mit Elfie da lässt du Zwergi einmal mitspielen, ne? Da lässt du Zwergi einmal mitspielen und direkt kommt sowas. Da hab ich das ist. Also, ich hab den Seppi einfach groß. Das ist eigentlich echt Flame jetzt, ne? Ich find's ehrlich gesagt überhaupt nicht witzig gerade, Zwergi. Also, ganz ehrlich, das ist einfach sowas von du warst halt so sass für mich. Ich hab halt. Nee, ich hab nicht mal irgendwas. Ich hab Serpi nicht einmal gefragt. Warum war denn Serpi für dich sass, Zwergi? Du hast uns so den Arsch gerettet. Serpi hat 95% des ganzen Spiels nichts gemacht und ist dadurch so Serpi war, in der zweiten Runde schon. Serpi war für mich safe, weil er mich. Ich bin so lange mit ihm rumgelaufen, der hätte mich killen können. Sorry, aber ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Serpi das verkauft am Anfang, Alter. Jolly war in unserer Nähe. Vorstellen. Jolly war in unserer Nähe und Jolly war auch tot. Damit hätte ich eigentlich eine Option. Tut mir leid. Aber ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Aber ich habe die ganze Zeit Charlie gewotet, weil ich wusste, Zwerge wollte Charlie und wenn wir 4 Leute sind, dann.
Tja. Dann hier laufen. Ja, Leute, dann wer ist jetzt noch der Letzte, der fehlt? Irgendwer ist rausgeflogen. Einer ist doch vorhin rausgegangen, ganz. Wer war denn das?